Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Storm 3 Demo. Im letzten Part sind die Elras wieder erschienen und haben die verletzte Elaine gefangen genommen, nachdem sie den Kampf mit unserem Asghar hier verloren hat. Doch wir sind jetzt auch hier und hoffentlich können wir Elaine retten, obwohl Asghar nichts davon weiß. Er hat nur die Spur von Elaine gefunden, von der Elras weiß er nichts. Exakt. Oh oh. Boah, die foltern sie. Ah. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich glaube, das wird sie nicht lange aushalten. Let's go, Asghar, let's go. Oh, er hört das. Was? 25 Minuten? Das ist ein Labyrinth hier. Ja. Ach du Scheiße. Na gut, ich würde sagen, ich speichere jetzt hier, weil falls ich faile, dann habe ich immerhin noch alle Zeit der Welt, um es nochmal zu versuchen. Ich sollte keine Secrets suchen. Ja, ist okay. Ja. Hört auf zu reden. Nein! Safe, das wird auch im Kampf weitergehen, das war mir klar. Ja, ich werde sie jetzt mit meinem Tier zerfetzen. Halt. Nein. Ist jetzt alles egal, tötet sie. Okay. War vielleicht ein Fehler. Ja, okay, es war ein sehr großer Fehler, ehrlich gesagt. Nichts. Wow! Warum doppelt? Ach, die anderen beiden sind paralysiert oder was? Hassig die. Wow, der Magier ist gleich down. Er ist tot. Ich bin gefreezed, ich dachte gerade schon. Vielleicht kann man den mit einem Chaosschlag vernichten. Wer weiß das schon so genau. Absolut nicht. Okay, sie sind absolut gegen jede Art von Nahkampfangriff gefeit. Ja. Ja, warte mal, das bringt aber nichts. Ja, aber das bringt alles nichts. Wenn die Nahkampfangriffe nicht da sind. Jetzt hoffen wir mal, dass er nicht den Falschen angreift. Okay, gut. Das was? Asghar! Ich bin enttäuscht. Es reicht jetzt, verdammt. Ja, der kann nichts. Gut. Das war ein sehr, sehr schwacher Kampf, wenn ich ehrlich bin. Okay, er ist tot. Das ist scheiße. Ich hoffe mal, ich finde noch ein paar Tränke der Ewigkeit. Halt die Gosche. Okay, wir sind da hoch, aber... Ja, ist doch okay! Hm.
Komm her! So. Das hat zwar ein bisschen Zeit gefressen, aber weniger Zeit gefressen, als wie wenn wir gegen ihn hätten kämpfen müssen. Alter. Nein, habe ich nicht. Okay, bis jetzt hält sie durch. Oh. Okay, wir müssen uns beeilen. Das ist... Ach du Scheiße! Der Arm ist weg! Oh, ja, okay, gegen den müssen wir kämpfen. Ich komme hier nicht vorbei. Nein. Ja, du kannst nichts. Achso, du bist schon in der Konterhaltung. Scheiße. Vielleicht kannst du dir wenigstens Blut gönnen. Vielleicht haben die sowas. Auch wenn sie ehrlich gesagt nicht danach aussehen, als würden sie es haben. Sie haben es nicht. Ah, die Finsternis ist so brutal. 3000! Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Alter. Das sind richtig widerliche Gegner. Ja, selbst mit Schutz ist er down, ja. Oha! Ja, eigentlich keine Ahnung, wie ich die besiegen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Die sind viel zu stark. Vor allem, die haben kein Blut, die haben gar nichts. Ich kann den Krieger jetzt eigentlich nicht wiederbeleben, weil er tot ist. Ja, ich kann es schon, aber ich habe nur noch einen davon. Ja, wow. Oder gibt es Sachen, die ich machen kann? Nee, absolut nicht. Oder kann ich Seelen für irgendwas verwenden? Nützlich für Beschwörungen? Nein. Aber... Bin mir nicht sicher, vielleicht kann der was reißen. Wer weiß das schon so genau? Da oben sind sie. Okay. Boah, wie... Ah! Was? Alter. Aber sie hat jetzt ihren Arm. Aber sie will langsam Sachen sagen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ach du Scheiße, jetzt... Oh, Asuka weiß Bescheid. Da ist ein Gegner, ich muss ausweichen. Oh nein. Hey, warte, war gerade das falsche Faceset. Die Narbe war weg. Ach du Scheiße, er hat es jetzt erkannt. Ah, da war ein Gegner. Ich habe den überhaupt nicht erkannt. Okay, es reicht jetzt. Ich werde deine Seele sowas von in dein Arschloch zerfetzen. Sorry. Du. Ist mir scheißegal, vernichte seine Existenz. Du bist eigentlich nur ein Opfer für Attacken. Junge, 100% Gift hieß es. Du kannst nichts. Warum habe ich eine scheiß Flamme? Was ist das? Oh fuck, ich habe Blutmangel mit dem. Alter. Danke. Warum kann der eigentlich zweimal angreifen, wenn ich ehrlich bin? Hä, was ist mit meinem Skelett? Oh, das Skelett. Ah, das ist gefreezed. Er hat kein Blut. Alter, Asuka wird krepieren. Tschüss. Oh, danke.
Danke, Asuka, dass du zweimal ausgewichen bist. Du bist ein Ehren-Asuka. Du. Mal schauen, ob die davor vielleicht sogar sterben. Oh, oh, der könnte das überleben. Das finde ich zum Kotzen. Der schafft es nicht. Bitte stirb, bitte stirb. Danke. Sie haben jetzt alle Blutmangel, das ist das Problem. Danke, dass ich drei Blutexiere kassiere. Achso, ich habe keine mehr. Ja, das Problem ist, ich muss es jetzt raushauen. Es geht nicht anders. Oh. Ja, Blutfiolen sind eigentlich vollkommen egal. Scheiße. Boah, das, da waren zwei Truhen, aber es ist egal jetzt. Okay, da vorne sind sie. Oh, 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 sie schwächelt. Oh nein. Ich habe doch gar keine Chance. Aber ich werde mir zuerst diese Truhe hier gönnen. Drei Vampirsteine, ich werde die nicht umsonst jetzt hier kriegen. Das sind ultra starke Items, aber wirklich ultra starke Items. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde jetzt sowas von aufs Maul kriegen. Okay, bin ich geheilt? Nein, bin ich nicht. Was auch sonst. Wie? Kann ich es nur im Kampf einsetzen, oder was? Hm. Ja, aber auch sonst sollte das eigentlich schon passen. Ich werde die jetzt vernichten. Auch wenn ich denke, ich krieg übelst aufs Maul. Komm her, Elras! Niemand kann Elaine schlachten außer mir! Komm her! Ja, das stimmt. Oh, fuck. Ja, das stimmt. Ach du Scheiße, aber ich glaube nicht, dass sie es lange macht. Oh, sie weint schon Blut. Komm her. Ich mach deine Seele kaputt. Ich hab mein Skelett dabei, du Ehrenloser. Nette Kampfsprites. Okay, aber gegen die wird es wahrscheinlich extrem schwierig werden. Boah, der Magier, der muss vergiftet werden sofort. Polarisation, du. Haust mal absoluten Chaosschlag auf ihn raus. Du bist auf jeden Fall in Angriffshaltung, mein Freund. Und greifst einfach an. Hoffentlich sind die... Okay, aber er ist vergiftet. Das reicht mir. Das reicht mir vollkommen. Okay, der Magier ist gegen alles, was Magie ist, gefeit. Ich merke schon. Ja, absolut. Ah, sick, Dylan. What the fuck? Ja! Yeah. Ich bin genau auf dieser Seite. Exakt. Ich muss mich jetzt etwas konzentrieren. Ja, wart's ab. Du wirst auf jeden Fall gleich zerfetzt werden. Auch wenn mein Skelett extrem tot war. So.
Muss auf jeden Fall mit Status arbeiten, weil sonst... Die haben viel zu viel Leben. Ja, fick dich. So. Die Feuersäulen sind brutal. Okay, sehr gut. Ah, schwarze Heilung, was ist das? Okay, solange das Gift nicht wegmacht, ist mir alles egal. Mach weiter die Eissplitter. Du vergiftest jetzt auch den hier. Du machst weiter die... Was ist das schwarze Loch? Alter! Ich glaube, ich halte schon noch Angriffe von denen aus. Das ist, die letzte Runde hat mir jetzt nicht so viel zugefügt. So, jeder hat Gift. Sehr schön. Alter, wie genial. Die Feuersäulen sind schon brutal. Wenn ich mal ehrlich bin. Ah, der kann noch was. Scheiße. Okay. Okay. Der untere hat kein Gift mehr? Wie kann das denn passieren? Wobei, warte mal. Du bist schwächer. Benutzt du einen Vampirstein? Du hast nämlich Sachen drauf. Probieren wir es. Ab, mein Freund. So, Asuka ist jetzt absolut OP. Hoffe ich. Okay, der Krieger kann nicht durch normale Attacken verletzt werden. Ich habe es gemerkt. Rüstungsschmelze. Ach ne, ich habe sie doch gerade erst aufgebaut. Warum auf alle? Hör doch jetzt mal auf. Ah. Sehr schön. Warum auf ihn? Aber die sind fast tot. Die sind echt alle fast tot. Mach den Magier fertig. Du. Ach so, das ist der Anführer, ha? Schlachte seinen Gesindel ab. Tschüss! Der andere wird jetzt auch gleich kaputt. Ah, Mann! Warum schlägt der immer daneben, Mann? So. Du bist der Letzte deiner Sorte, mein Freund. Asuka, Attacke. Nur Attacke. Hat er noch Gift? Er hat noch Gift. Oh, vielleicht kannst du ihn auch noch abfackeln. So. Hat er noch Feuer? Nein, das leider nicht. Aha. Asukas Angriff ist einfach OP. So, jetzt wirst du sterben. Deine letzten Feuersäulen. Das war's, mein Freund. Und tschüss. Selene hat dich geschlachtet. Drei starke Seelen, das ist klar. Und mein armes Skelett, das absolut schnell getötet wurde. Nun gut. Das kann nicht sein. Oh doch. Die Klinge. Nein. Ach so, stimmt. Die hätte ich ja auch gleich verwenden können. Das ist der Anführer. Und der überlebt es noch halbwegs. Aber ich sollte ihn töten. Oh fuck. Oh nein. Wenn ich ihn töte. Oh scheiße. Oh oh. Asuka, tu jetzt nichts Unüberlegtes.
Oh oh. Alter, diese scheiß Elras. Oh fuck, 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 fuck. Ja gut, hier rechts schwebt was. Da ist was, guck her, ich hab's doch schon gesehen. Ja, wir müssen es tun, wir haben keine andere Wahl. Ja, bitte hoffentlich schnell genug. Doch, wir müssen, wir müssen. Ah, los, tu es, tu es. Tu es. Ah. Asuka tut alles für Elaine. Versucht es zumindest. Komm schon, Asuka, du kriegst es hin. Scheiße, nein, nein, nein. Auf jetzt, auf jetzt, auf jetzt. Du hast es. Ah! Was? Hat er etwa diesen Fluch auf sich übertragen? Okay, der ist tot. Dann nervt er zumindest schon mal nicht mehr. Aber was ist mit uns? Ach du Scheiße. Asuka? Du ekliger. Ich habe es schon befürchtet. Das ist wohl das Ende der Demo. Ja. Ja. Ja, hat sie. Ja, das habe ich ja schon erwähnt. Es gibt ein Crowdfunding-Projekt, wo man spenden kann. Und ich muss echt sagen, ich bin richtig gehypt auf das Game. Die Demo hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie ist spannend. Elras kommt zurück, wo man nicht weiß, wie und warum und was zur Hölle. Elaine und Asuka führen Krieg. Doch was hier jetzt am Ende abging, lässt einen mit einem verdammt heftigen Fragezeichen zurück. Ich werde es garantiert nicht überspringen. Ich hoffe jetzt mal, dass dieser Track hier kein Copyright hat. Ansonsten muss ich den leider ausblenden. Aber ansonsten kann ich sagen, eine richtig, richtig coole Demo. Die Artworks sind richtig cool. RPG Maker MV hat eh eine richtig geile Grafik und der typische Humor ist einfach wieder am Start. Und ich bin einfach richtig, richtig froh, dass dieses Game doch noch realisiert wird, so wie es hier richtig aussieht. Und ich kann es echt kaum erwarten, dass der dritte Teil rauskommt. Das habe ich gerade schon gesagt und sage es jetzt auch nochmal und würde es auch jederzeit nochmal sagen. Wir genießen jetzt noch einmal die Credits. Und hoffen dann, dass die Zeit bis zur Vollversion ziemlich schnell vorbeigeht. Und wir dann gemeinsam den dritten Teil blind erleben dürfen. Sofern nach den Credits nichts mehr kommt, bin ich raus. Wünsche euch noch einen schönen Resttag. Und hoffe, euch hat die Demo auch so gefallen. Wer mehr Informationen dazu haben möchte, geht wie gesagt auf die Website. Dort ist alles sehr gut beschrieben. Und er kann sich das Game dort auch gratis runterladen. Ja, euch werden wir in der Vollversion zerfleischen.
Danke für die Demo. Ja, wir haben doch gut abgeschnitten, oder? Unter 3 Stunden. Perfekt. So, dann verabschiede ich euch jetzt noch ein letztes Mal und wir sehen uns zu einem meiner neuen Projekte. Bis dann und ciao.